Immer noch? Habe kein Problem. Na, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Also bei mir war bis jetzt alles okay. Mir hat's einmal kurz gelegt. Anfällig, Marc, oder dein Rechner ist zu anfällig. Ich weiß. Ja, so Holzhacken geht bedeutend schneller mit dem Teil hier. Wenn du Holz farmen willst, empfehle ich dir unseren Spiky. Das ist ein Gott, wie heißt es auf Deutsch? Dornteufel. Dornteufel, genau. Die holen da ein bisschen mehr aus den Bäumen raus. Nein. Nicht im Ernst. Achso, du bist es gut. Ich stehe gerade mitten in den Dinos und höre hinter mir Trapser wie von einem Raptor. Drehe ich mich rum, ist zum Glück nur der Hunter auf Daisy. Ja. Ich hab Stimbeeren vergessen. Wieder farmen gehen. Mark? Wie hast du dein Jerboa in die Knochengestalt gebracht? Ich habe ein Kostüm gefunden. Hat er da ein Skelett auf dem Schulter sitzen? Ich hab noch eins, wenn du willst. Nee, mir gefällt mein Jerboa mit Haut und Fell. Gut. Doch etwas crazy. Mir gefällt das. Das ist Du so kriegst es, ruhig Jerb. hier. Kein böses Tier. Hast du Glück? Traf auf eine Begegnung mit wilden Tieren. Kann ich arrangieren. Es Das geht ganz wäre. gut ohne. So sehe ich nicht aus wie der größte Volldepp. Gut, dass sie ja aussehen schon, aber. Ach, lassen wir das. Oder ist wieder ein Känguru. Kängurus sind ja zum Glück freundlich. Gibt's denn hier immer wieder solche Events, wie jetzt Halloween zum Beispiel, wo sie irgendwas noch Besonderes reinschmeißen? Gibt noch Ostern, habe ich gehört. Weihnachten weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich nichts davon irgendwie mitbekommen. Ja, ist aber irgendwie noch ganz cool. Ja, mit den ganzen Skins, die man bekommen kann. Ganz lustig gemacht. Ich will unbedingt für den Rex noch den Skelett-Skin. Der sieht einfach so geil aus. Kann man die einfach finden, oder? Du musst die Tiere, die herumlaufen, Oh, ich finden bin als überladen. Skelettversion und die dann töten. Dann kriegst du den Skin von denen. Ah, okay. Bloß, ich sag's mal so: Jerboas halten ja normal 2 Hits oder so. Und das Skelett-Jerboa, das hat schon 12, 13 Hits ausgehalten. Also anscheinend haben die mehr HP. Ach so, okay. Damit es nicht zu leicht ist. Ein Jerboa ist mit einem Hit am Boden. Ja, aber bei dem Skelett habe ich schon ein bisschen mehr gebraucht.
Wo kriege ich noch mal Stroh her? Bäume klopfen mit der Spitzhacke. Okay. Gut, dann gehen wir mal Bäume suchen. Hast du schon mal welche gefunden? Ja. Da, wo ich danach nicht mehr hochkam. Ja, hat ja hier so Bäume. Die sehen zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber es sind Bäume. Musik. Das ist die Mittagsmusik. Ach so, ich hatte schon Panik. Wir sollten dich vielleicht noch vor was warnen. Und was? Steine sind nicht immer Steine. Oh, stimmt. Okay. Es gibt so Felselementare, die tarnen sich als Stein. Wenn du so einen aufschreckst, kommst du nicht mehr weg rechtzeitig. Die sind sehr aggressiv und sehr tödlich. Okay. Toll. Also wenn du, sie sehen, der Stein sieht immer aus wie so ein Kasten, also immer so, ja, will ich sagen sargförmig, aber es kommt schon irgendwie hin. Okay. Wenn du sowas siehst, immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich versuch's. So, jetzt müsste ich eigentlich eine Kiste machen können. Ja. Und wieder Level Up. Wow. Hey, Level 10. Ja. Jetzt sehe ich da gerade Sauerstoff. Ist das wichtig? Ach, es gibt hier kaum Wasser, also eingeschnellt. Okay. Kaum? Es gibt kein Wasser. Doch ein bisschen Wasser gibt's. Sauerstoff ist nur, wenn du irgendwo tauchen gehen willst. Gibt's auf den Nicht-Scorch-Servern zu Genüge. Da gibt's so riesige Meere und so. Kann man auch so eine Taucherausrüstung craften und so. Cool. Also hier gibt es also kein Wasser. Ne. Dafür Sand. Viel Sand. Habe ich Sand schon erwähnt? Ich weiß nicht. Und Raptor. Ach komm, du kleinen. Ich glaube, da musst du ein Beep drüber legen, weil sonst. Ich wollte gerade landen. Was ist? Kommen 5 Raptoren an. Geil. Kann ich hier irgendwo einfach eine Kiste hinstellen? Kannst du ja. Boah. Kann man ja sogar einschreiben. Ach so, damit man weiß, was drin ist, ne? Hat alles seinen Sinn hier drin. Da steht dann da, statt Kiste steht dann da, ja. Beispielsweise Kacker. Oder Finger weg, alles meins. Ja, ich habe jetzt geschrieben vom Hässlichen. Dann Dann wissen wir Bescheid. weiß jeder Ja. Bescheid.
So. Hat jemand schon meinen tollen Grabstein gesehen? Ich bin nicht im Haus. Ich bin bei Oh, viel, gerade viel nicht. Sand. Bin bei viel Stein. So, was tue ich denn jetzt? Hier steht alles offen, du kannst machen, was du willst. Es ist es. Du kannst anfangen, dir Kleinigkeiten zu zähmen. Oder, ja. Ich gehe sterben. Nee. Jagen gehen, kannst farmen gehen, kannst bauen. Du hast die freie Auswahl. Jo, mal gucken. Zähm dir doch was Geh noch ein Kleines. bisschen farmen. Macht das so lange, bis ein Raptor trifft. Ja. Ich muss mich ja den auch mal vorstellen. Obwohl mich ehrlich gesagt, dass du noch keinem Raptor begegnet bist. Wundert's auch. Stimmt. Das. Normal Der hat hat man nicht nicht so schnell viel das Glück. Vergnügen. Dafür habe ich schon am Anfang den T-Rex gesehen. Ja. Wenn ich hier runtergehe, komme ich sicher wieder nicht mehr rauf. Ich lasse das lieber. Oh, ich sehe einen Drachen bei uns in der Nähe. Ja, so ein roter, gell? Nein, ein blauer. Blauer. Dann gib ihm einen Besen. Ich glaube, den interessiert das nicht. Soll mal ein bisschen aufwischen. Er frisst sich langsam Richtung unser Haus. Es gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Mir auch nicht, weil ich dort bin. Mir ist bitte nicht böse, ich habe dabei eher Angst um unser Haus. Ach so, ist ja nett. Ich glaube, das muss hier tatsächlich irgendwie die leichtere Zone sein, sonst wäre ich doch schon lange mal angegriffen worden. Selbst in der Ja, ich. leichten Zone wäre es schon längst gestorben. Normalerweise, Okay. Das muss am Aussehen liegen. Ich ja. kann mir das nicht anders erklären. Die sind alle abgeschreckt. Die machen einen weiten Bogen. Glaube, sterbe ich. Super, meine Motte meint wieder Ringkampf machen zu müssen mit einer Drohne. Gute ist, eine Motte macht einmal Durchfall und dann haut sie ab. Ja.
Oh, ein Kanu. Habe ich auch noch nicht gesehen auf der Map. Oh, bei unserem Haus laufen ein paar rum, wenn du in Richtung Berg gehst. Habe hier gerade einen, der so ein bisschen in der Felsspalte festsitzt. Zehn Okay, ich habe mich getäuscht, ist jetzt nicht fest. Der hat nur so getan. Ja, um dich anzulocken. Der war hässlich. Oh, nicht schon wieder so eine scheiß Drohne. Der war hässlich aus. Es ist so ein grüner. Ein Rucksack. Einer gestorben von euch? Nö. Ich sterb doch nicht. Ja. Wäre ja scheiße fürs Let's Play. Aber die ganze Zeit nur ums Haus rumlaufen ist ganz gut. Enorm spannend. Das stimmt. Kann man sich nicht so anstellen hier. So, mal die Knarre nach vorne nehmen. So tun, als ob. Moment, was für eine Knarre? Ach, so ist das. Ah. Die wurde mir Ich entgegengeworfen. weiß von So. nix. Eieiei. Ein Tapejara, ich habe ein Tapejara gefunden. Sah noch richtig geil aus. Oh. Ich bin tot. Ich glaube, die Katze ist weg. Nein, nicht unser Sabatus. Doch. Doch, leider ja. Mark, was tust du? Wie ich immer so überlege, was das wohl für ein Vieh gewesen ist. Das wirst du gleich lesen. Eine schöne Meldung, so stammweit. Okay. Ja, so ein Tausendfüßler hat meine Rüstung zerstört und die Hitze hier draußen auf der Wüste ist einfach so extrem, dass man stirbt. Wenn du dich auch mit 1000 Füßlern anlegst. Ja, die geben am meisten Chitin, die geben fast 40 Chitin. Dafür zerstören seine Rüstung. Ja, wenn die dich mit dem Spucken erwischen. Nein, 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 nein. Greift die da schnell Stoffkleidung? Zumindest mal kleiner Schutz. Ich bin mitten in der Wüste, Christian. Sammelt Seide und Faser und repariert deine Klamotten. Ich habe noch 18 HP. Nicht das dafür lang. Nächstes Mal Seide und Faser mitnehmen. Nix gibt's.